Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find. Wieder da. Der Mann, der oben in meinem Schrank wohnt. Oh Mann, nun nerv mich nicht mit deinen, ich hab Angst im Dunkeln Geschichten. Los, verzieh dich ab. Sensibel sein. Geh auf ihn ein. Hallo, mein Freund. Weißt du, was du hast? Das nennt man einen Albtraum. Weißt du, was ein Albtraum ist? Na, siehst du? Dann geh mal ganz schnell zurück auf dein Zimmer, bevor dieser Mann aus dem Schrank springt und dir deinen kleinen Kopf abschlägt. Das war doch hochsensibel. Er ist immer noch da! Wollen Sie mal Erziehung live erleben? Noch da drin ist, dann geht's ihm schlecht. Was war denn das? Danke, Major. Ich hab sie so gern. Was führst du im Schilde, mein Junge? Willst du mich reinlegen? Nein, Sir. Weißt du, dass ich dein Genick an 20 verschiedenen Stellen brechen könnte? Major, das ist doch okay. Er will ihm doch nur seine Zuneigung ausdrücken. Das soll er schön lassen. Da kriege ich so ein ganz komisches Gefühl. Ja. Na, pass doch auf, wo du hintrittst. Ich hasse das. Laut dieser alten Transitkarte müsste hier irgendwo in der Gegend ein Eingang sein, Jungs. Ich habe noch nicht das Geringste drauf. Ja, wenigstens ist es zu dunkel, die Kakerlaken zu sehen. So ein Quatsch, Kakerlaken, das sind U-Bahn-Ratten, um die musst du dir Sorgen machen. So fett wie Biber. Die kleinen Exemplare kommen auf 4 bis 5 Kilo. Hey, jetzt reicht's aber, ja? Hörst du das? Hörst du sie hinter den Mauern? Das Kratzen, das müssen Tausende sein. Hört ihr jetzt mal auf mit den Ratten? Okay, okay. Hallo! Hallo! Hey! Okay, ich verabschiede mich.
Was ist das? Was ist was? Klingt wie ein Zug. Ah. Die Gleise sind schon vor 50 Jahren aufgegeben worden. Ich würde sagen, vermutlich in einem Tunnel über uns. Ich weiß nicht. Also für mich klingt das ziemlich nah. Ich glaube, das war der alte Zug der New York Central nach Albany, der 1920 entgleist ist. Hunderte sind dabei umgekommen. Konntest du die Nummer der Lokomotive erkennen? Entschuldige, ist mir entgangen. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. Der war sogar bewusstlos. Jeder Strom weg. Wisst ihr was? Ich hab mal gehört, dass wenn ein Mann von einem Schlag K.O. geht, muss er sich nochmal an der gleichen Stelle so einen Fund einfangen. Dann kommt er wieder zu Sinnen. Ja? Ehrlich? Ja, davon habe ich auch gehört. Ja, siehst du? Hast du bestimmt am eigenen Leib durchgemacht, hä? Ein Onkel von mir hat meinem Vater mal schwer an die Glocke gehauen. Und da war bei ihm Rad ab. Erst als er nochmal was vor den Hutständer bekam, da war er plötzlich wieder ganz der Alte. Man muss mit der gleichen Stärke auf die gleiche Stelle hauen. Und der Erfolg ist garantiert. Warum versucht ihr das nicht? Da hat er recht. Probieren kann man's. Ich meine, so wie der Kamerad aussieht, wird man ja an dem Kopf sowieso nicht viel verletzen können. Ja, ich weiß nicht. Soll ich? Hm? Tja, mein alter Freund, du musst entschuldigen. Aber vielleicht hat der Stinker mit seiner Behauptung recht. Genau, genau. Und jetzt erstmal das Mützchen ab. So ist gut. Und nun los. Hallo, wie geht's, Jungs? Tja, kann auch sein, der Schlag war jetzt zu intensiv. Ja, das ist die ersten Male auch bei... Ist dir auch passiert, Hebt ihn auf. Nein. Tja. Aber wenn ihr nun unbedingt drauf reflektiert, dann werden wir die Angelegenheit eben ausschießen. Das machen wir, Sohnemann. Ich mach das. Ja, dann kann ich mich um meine Bohnen kümmern. Er gehört dir. Schieß ihm die Kniescheiben weg. Und du hilfst mir rühren, Dodo. Lass den Humbug, Mensch. Mach Schluss, damit wir in Ruhe essen können. Schon getan. Lauf die Friedensgabe ins Gemüse. Sei so freundlich. Und jetzt hinsetzen und niesen. Natur genießen. Bohnen. Nein. Aber bitte nicht alles aufessen. Es sind die letzten Bohnen. Wenn du uns die ganze Pfanne wieder klaust, wir haben keine Bohnen mehr. Oh, bitte nicht alles. Die sind recht gut. Ja, da haben wir nichts davon. Haut sich die Blauze voll, das Aas. Reicht ihr unser Essen nicht? Musst du uns auch noch umlegen? Nein, im Gegenteil, ich will euch teilhaben lassen. Ihr haut euch jetzt alle gegenseitig in die Fresse. Und wer übrig bleibt, der kriegt die Bohnen. Wir sind viel zu schwach und die Bohnen reichen sowieso nicht. Gib uns doch so ein Löffelchen. Mhm. Ja. Nein, das müsst ihr euch verdienen. Mhm. Ich würde bald anfangen, Jungs. Je länger ihr mit dem Hauen wartet, desto weniger Bohnen sind auf der Pfanne. Also los, poliert euch die Schnauze. Du mit dem blassen Hemd, du fängst an. Hey, da kommt einer von hinten. Ha 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 ha.
Wow, ein Barbie-Museum. Können wir dort eine Pause machen? Leider nein, Kimmy. Wir haben einen Plan. Und an den werden wir uns halten. Bitte, Daddy. Bitte, 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 hey, hey. Bitte. Das ist gemein. Wir halten niemals da an, wo ich anhalten will. Ich gehe jede Wette ein. Jason will nicht ins Barbie-Museum. Soll das ein Scherz sein? Ich will überall hin. Hauptsache, ich komme hier hinten raus. Ja, das verstehe ich, Schatz. Komm schon, jetzt fahren wir rechts ran, damit die Kinder eine Pause kriegen. Okay, das mache ich gerne, aber auf dem Rückweg. Nein, 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 jetzt sofort. Nein, hier geht's wirklich doch, nicht. Doch, du wirst jetzt rechts ranfahren. Das geht nicht. Doch, sofort. Nein! Ah, nein, 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 nein! Hör doch auf! Na gut. Wenn's unbedingt sein muss. Aber nur für 10 Minuten. Wow, das Barbie-Museum. Klaus Barbie, vielen besser bekannt als der Schlächter von Lyon, sollen doch die jüdischen Revisionisten von Todeslagern und sogenannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit reden. Dieses Museum ist mit großer Hingabe dem Klaus Barbie gewidmet, den niemand kennt. Dem Ehemann, dem liebevollen Vater, dem Weinkenner und dem hochbegabten dreimaligen Gesellschaftstanzmeister. Oh, Baxter, du bist mein kleiner Augenstern. Mit dir möchte ich nach London gern, denn du bist ja was? Mein kleiner Augenstern. Dieses Burrito ist wirklich lecker, aber auch sehr mächtig. Antonius und Cleopatra! Du verdammter Dreck! Was sollte das, Mann? Hallo, Bruder. Haben Sie gerade Ihr Burrito aus dem Fenster geworfen? Ich denke, das muss ich gestehen. Sind Sie high oder was? Haben Sie nicht gesehen, was passiert ist? Hab ich gesehen, das war ein unglaublicher Hüpfer und Sie haben da eine Schirme. Da hat's gerade meinen Schopper zerlegt, Brüderchen. Ganz ruhig, Compadre. Ich bin Ihr Freund, alles klar? Ich will, dass Sie meinen Ofen wieder hinbiegen, bevor ich Ihren dämlichen Arsch aufreiße. Wenn Sie jetzt handgreiflich werden wollen, ich habe hier Jack Johnson und Tom O'Leary, die nur darauf warten. Sie haben das Einzige zerstört, was ich liebe. Alles klar? So sieht's aus. Und was lieben Sie? Ich liebe die Poesie. Und ein Glas guten Scotch. Und natürlich meinen Freund Baxter. Ja, dann passen Sie mal auf, was jetzt passiert. Entschuldigen Sie mal. Entschuldigen Sie. Was wird denn da? So läuft das bei mir. Baxter! Oh! Geht Ihr Funkgerät? Ja, Ustaz, ja, Muhtaram. Chef, mach mal die Bad. Wachtig, wohin, mal bitte, raus, wenn ihr mal abstoßt. Rufen Sie die Polizei an. Melden Sie Frank Trebensack. Mir wohl, wir sind noch. Mir kommen wir noch. Mir noch. Mir noch. Mir noch. Mir noch. Oh, ja, komm, Mann. Vergiss es. Ich würde furchtbar gern wissen, was der Mann wollte.